Mit zwei auf einem Streich sind es acht. An der Uta-Schule zusammen mit der Salztor-Grundschule in Naumburg beginnt nun die Zeit des Apfellatein. Also das Projekt Apfellatein wurde ja mit Herrn Michael Schwarze, der jetzt zweiter Vorsitzender des Netzwerkes ist und auch geistiger Vater und Initiator dieses Projektes, ist vor guten 5, 6 Jahren auch angefangen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die 7. oder 8. Schule heute hier, Uta-Schule und Salzschule, begrüßen können. Und wir sind jetzt, glaube ich, in einer guten Struktur, dieses Projekt auch fortzusetzen, sowohl neue Schulen aufzunehmen, als auch die bestehenden Schulen, die Kooperationen dort auch inhaltlich zu begleiten. Und freuen uns jetzt, wenn wir auch die ein oder andere Schule noch im nächsten Jahr mit begrüßen können. Das Projekt, was in Arbeitsgemeinschaften außerhalb der Unterrichtszeit durchgeführt wird, soll das Thema gesunde Ernährung, aber auch Bewegung in die Schulen tragen. Die Schüler in den Arbeitsgemeinschaften sind somit Projektbotschafter in ihren Schulen. Es war ein langer Weg bis zu den Schulen Nummer 7 und 8. Ich denke, das ist wie so oft bei neuen Dingen, dass wenn man die ersten 2, 3 Projekte in diesem Punkt umgesetzt hat, eine gewisse Routine hat, das bekannt ist, wir auch aktiv angesprochen werden, und das hilft uns natürlich jetzt auch in der Begleitung von der jetzigen Schule bzw. der jetzigen 2 Schulen, und die Benefiz-Spieleaktion hat in den letzten 4 Jahren auch, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen, auch eine gewisse Öffentlichkeit zu bekommen und auch natürlich die finanziellen Mittel, das fortzusetzen. Das waren die Fußballspiele Presse gegen Wirtschaft, über die wir berichteten. Sponsoren sind das eine, in den Schulen muss es ebenfalls funktionieren. Bei der Uta und der Salztor-Schule hatte es über ein Dreivierteljahr lang Vorgespräche gegeben. Manchmal geht es auch schneller, je nachdem wie auch die Struktur in der Schule ist. Also gibt es Sozialarbeiterinnen und Arbeiter oder einen Projektbegleiter, der das also im Schulalltag übernehmen kann. Es ist ja eben außerschulisch neben dem Lehrplan, und da müssen natürlich auch Voraussetzungen geschaffen werden. Es ist teilweise unterschiedlich in den Schulen. Ist sicherlich auch eine besondere Situation, dadurch, dass 2 Schulen hier dieses Projekt begleiten. Also Schüler und Schüler kommen aus beiden Schulen und müssen natürlich jetzt auch Räumlichkeiten finden, Uhrzeit, in denen das dann gemeinsam auch durchgeführt werden kann. Die Schulen, in denen das Projekt in den vergangenen Jahren gestartet war, sind nach wie vor dabei. Wir haben auch im Vorstand entschieden, dass wir jetzt für jede Schule oder 2, 3 Schulen zusammen immer einen Paten aus dem Netzwerk haben, der Ansprechpartner ist und auch dort mit unterstützt, damit das Projekt eben nicht nur in einem Jahr der Einführung durchgeführt wird, sondern auch langfristig dann in dem Schulalltag implementiert wird. Und ich denke, mit diesem Paten, da gibt es jetzt auch eine ganz gute Situation auch für die Schulen, dass ich da Unterstützung zu bekommen.